Ich habe mich für einen Pneumatikroboter entschieden. Es hat mir eigentlich von Anfang an gut gefallen, der Tierverkehr. Mit dem Ausgang links und rechts, wenn man eine Selektion machen kann. Auch der Zugang von beiden Seiten und das Melden von hinten, das hat mir eigentlich immer gefallen. Von Anfang an. Und für mich auch entscheidend war die Bauweise, also dass die ganze Technik im Raum innen angeordnet ist, hinter der Kuh. Kompakt, also relativ kompakt, übersichtlich und vor allem sehr gut zugänglich für Wartungsarbeiten. Was für mich auch ganz entscheidend war, ist die Nähe zum Händler, zum Hofstädter. Das Melken von hinten ganz grundsätzlich. Die Kuh ist immer gut zugänglich, auch vom Schlau her. Es gibt weniger Schäden vom Schlau. Also, wenn eine Kuh schlägt, schlägt sie gerade hinten und eigentlich nicht aufs Melkzeug. Oder eben den Grad gegenüber in der Achse von der Kuh. Und wo beim von der Seite her melden halt eher problematisch ist. Das hat mir vom Hintermelden gefallen. Und eben die Möglichkeit, dass man links und rechts zukommt, das gibt es halt nur, wenn man von hinten melden. Man könnte auf der linken Seite eigentlich in der Selektion eine Lami oder eine Kuh, die das Problem hat, selektionieren und gleich automatisch melden. Und wieder in die Selektion zurückführen. Also ich kann selbstständig zum Roboter und gehe wieder zurück in die Selektion, was ein grosser Vorteil ist. Und ich kann dann auch vielleicht mal 10, 3, 4 Tage oder eine Woche lang, wenn es eine braucht, eine Kuh dort im Wellnessbereich laufen. Und es braucht keinen Mehraufwand, so, eigentlich so gesagt. Der Roboter bringt mir auf jeden Fall mehr Flexibilität. Also, es ist ja die Melkarbeit, die der Roboter übernimmt. Und alles andere bleibt gleich. Und es ist eigentlich genau die Melkarbeit, die an gewisse spezielle Zeiten gebunden ist. Wo wirklich wo nicht schieben kann. Und der ganze Rest, Käbli tränken, Boxenpflege, rundherum, das kann man auch zu einem anderen Zeitpunkt machen. Also, das ist wirklich für mich ein grosser Vorteil. Man kann auch mal später oder mal früher die Arbeit erledigen.